ich mal. Zwei Spitze aus Hackhaus bauen. Dann werden wir uns hier einfach mal so ein. Kasten machen. Junge, Junge, bin ich nervös. Ey, aber geil, dass das wieder geht mit den Kreaturen. Da bin ich total von begeistert. Das heißt, ich kann jetzt... Ich werde auch More Creatures vorerst nicht reinmachen, weil es gibt zu viele Sachen, die man nicht braucht. Ich habe jetzt gesehen, man kann, wie man Tainted Leder herstellt. Man geht hin und baut... Er nimmt das Leder und packt da Schnüre bei, Seile bei von den Spinnen. Und dann hat man, bekommt man genähtes Leder. Eigentlich wollte ich das Zeug für Dings nehmen, aber mal. Die neue Funktion hier, die ist auch mal göttlich. So. Schnipp. Da kommt jetzt gleich noch eine Stone. Platte dran, dass die Tür von hier drin immer von alleine zugeht. Ja. So. Das da rein. An Ofen könnte ich mir auch schon bauen. Könnte ich nämlich das Eisen sofort einschmelzen. So. Okay, dann paddeln wir nochmal nach oben und holen mal den das Holz noch. Hallo, ich will nach oben paddeln, habe ich gesagt. Ja, das sieht alles ganz gut aus. Also diese Schlucht hier ist bis jetzt die Mörderschlucht. Also ich denke, wir werden jetzt hier einige Zeit verbringen. Ich schätze so 4, 5, 6, 10, 20.000 Folgen. Unsere Portale müssen halt warten. Wir haben ja zurzeit auch nichts, aber wir müssen eh Ressourcen sammeln bis zum Arzt, bis der Arzt kommt. Halt Eisen, Diamanten und. Ja, und ich denke, dass wir jetzt hier eine gute Möglichkeit haben, dieses zu tun. Aber wenn das hier oben mit dem Wasserfall, werde ich gleich mal abändern. Das machen wir aber erst gleich. Zuerst werde ich jetzt mal da hinten, werde ich hier das planieren, damit ich den Sand habe. Und die Erde. Damit das hier eine Fläche wird. Wir werden uns hier einfach einen Weg bauen, der... rüberführt. Oh, da sind Bäume gewachsen, geil. Dann kann ich die nämlich abholzen. Dann haben wir nachher auch die Leiter. Ja, ich werde aber darunter das Loch werde ich hier glaube ich zumachen nachher. Das Ding werde ich füllen. Dann werde ich hier einen Riesen. Ich werde mir hier eine Hütte hinstellen gleich. Also später. Jetzt gehen wir erstmal runter in die Höhle. Höhlentor hat Vorrang. Alter, habe ich den Dings aus hier? Game Mode aus? Ja. Es geht so schnell. Aber gut, das liegt an der Eisenspitzhacke. Die natürlich dann. Sinnvoll macht. So, sollten wir uns mal dazu entschließen. Also ich habe auch World Edit und Singleplayer Commands drauf. Moment, ich muss mal entpusten. Sollten wir uns jemals entschließen, irgendwas Größeres zu bauen, dass eine Fläche planiert werden muss, dann werden wir vorher absprechen, ob ich... Also ich werde per Umfrage oder ich werde fragen und dann auf die Kommentare hören, ob ich halt hingehen sollen und mit World Edit diese Fläche planieren oder ob wir Schematiken einladen sollen von unserem Multiplayer-Server. Das entscheiden wir dann aber später. So, das ist jetzt noch nicht ganz so wichtig. Deswegen... Achso, ich wollte ja die Sachen holen, nicht Fosti. Den. Nein. Kaktus brauche ich nicht, Lapuzlazi brauche ich nicht. Die Bäume lasse ich hier, die Kohle nehme ich die Bäume lasse ich hier, die Bäume nehme ich natürlich mit. Das lasse ich mal alles hier.
Ich glaube nicht, dass ich da unten mir ein Feld einrichten will für Nahrung. Nahrung habe ich genug. Zur Notfalls kann ich zurückfahren. Aber nächstes Mal fahre ich andersrum. Ich glaube, das geht schneller. Und ich habe schon überlegt, ob ich das Portal umwende als normales Neta-Portal. Mal gucken, gibt es hier irgendwas im Wasser? Nö. Das heißt, ich kann rein theoretisch. Das Ding einebnen. Aber das machen wir jetzt nicht. Wir gehen jetzt wieder runter. Wobei ich werde. Ach Quatsch, machen wir nicht. Wir gehen jetzt hier rüber. Dum, 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 dum. Das Ding werde ich nur abbauen. Das ist ja ein Gedönse hier. Moment. Entschuldigung, das war jetzt nicht zu verhindern. Da werde ich nachher was drüber setzen, glaube ich. So. Dann werde ich mal hier rumgehen. Ich habe nämlich schon wieder was Wichtiges vergessen. Ich habe gar kein Holz mehr, um mir ein Bett zu bauen. Da muss ich mir mal eben schnell einen Baumstamm suchen. Also selbst für Nahrung ist hier gesorgt. Ich könnte Tiere verdoppeln und umbringen. Also irgendwo wird das hier mal. Ich glaube, werde ich hier mir eine Residenz bauen jetzt gleich. Ach, da ist sogar noch. Ach, die Wüste ist ja da dran. Also weit sind wir gar nicht weg von dem Portal, ne? Oder? Das ist nicht viel. Da kann ich hinlaufen. Ich muss laufen, dass ich jetzt nicht hier in die verkackte Schlucht fall. In die Schlucht des verkackten Verkacktseins. Oder so. Oder wie auch immer. So, Ladies and Gentlemen, willkommen auf unserer Bootstour. Wir reisen nach unten. Brumm, brumm. Sieht schon mal episch aus, oder? Uah, da Bombs. Natürlich. Natürlich. Ach so. Weg. Ah, das sieht doch extremely cremely aus. So. Dann werde ich jetzt das machen. Das und das. Ich meine, Kreaturen, schön und gut. Ne? Bin der Letzte, der sagt, die gefallen mir nicht. Also, die werden unsinnig. Aber so ein bisschen Tageslicht von oben ist schon mal was Feines. Ist voll geil hier unten, ne? Ich glaube, ich werde hier um Glasdach reinziehen. Und hier muss ja dann meine Leiter dran. Mal bei Gelegenheit. Da fällt mir was richtig Geiles ein. Ich werde mir hier einen Baum pflanzen und hier einen Baum pflanzen. So. Jetzt kommt da einer hin, da einer hin. Und alles andere kommt außerdem. Dem auch nicht, dem auch nicht, dem auch nicht. So. Kohle, Eisen.
Auf geht's, ab geht's, 3 Tage wach. So. Ja, natürlich. Ja, so lässt sich natürlich auch eine Fortbewegung garantieren. Kies kann man auch mal gebrauchen. Also wo auch immer es hier hingeht. Ja, Mami, ich komme gleich. Das hat mir doch ein bisschen Angst gemacht jetzt. Level. Und noch das Eisen. Aber kriegt man, seit wann kriegt man für Eisen kein Level mehr? Oder kriege ich das nur, wenn ich das mit einer anderen Spitzhacke abbaue? Wäre ja blöd, wenn ich dann für eine Goldspitzhacke dafür brauche, um das abzubauen. So, hier scheint aber das Ende angekommen zu sein. Ich werde noch mal ein bisschen bauen. Und natürlich seht ihr nichts, ne? Ist ja klar, weil ich wieder vergessen habe, eine Fackel aufzuhängen. Naja, das lassen wir dann mal. Vielleicht bauen wir uns da mal irgendwann hoch. Gut, dann werde ich jetzt hier noch die Kohle abbauen. Ach, guck dir das an, habe ich übersehen. Kohle kann man nämlich auch immer gebrauchen, weil vor allem ich habe ja auch nichts mitgenommen, ne? Ich bin ja mehr oder weniger wieder völlig unvorbereitet auf Tour gegangen. Also eigentlich das Portal machen, aber ja. Das Portal war der Meinung, es müsste anders gehen. Wenn ich jetzt hier rüber jumpe, dürfte ich auch keinen Schaden bekommen. Ich hoffe, meine Bäume wachsen. So. Gut, dann würde ich Fledi. Dann würde ich sagen, wir machen uns jetzt auf dem Weg nach hier unten. Erstmal hole ich mir das Gold überall. Och Mensch. Genau, Tolle. Hau doch mal die Fackel ab. So. Mit auch ein bisschen. Der Lava da unten, da muss ich mir gleich noch eine Umrandung bauen. So. Ich weiß, ihr werdet jetzt wahrscheinlich wieder einen Moment lang nichts sehen. Aber das gehört alles zum Plan. Den scheiß Creeper hierher zu locken. Nein, Fledi brennt. Okay, hier werde ich mal sicherheitshalber ein bisschen weiter reingehen. Ich glaube, hier seht ihr jetzt ja genug zurzeit. Aber runterfallen möchte ich ja auch nicht.
So, dann will ich mal hier eine Fackel machen. Dann werde ich jetzt hier eine Etage tiefer. Hier eine Etage tiefer. Und hier eine Etage tiefer. Fackeln. Fackeln. Ne, das läppische Lapsuli. Lapsulazzi. Lapalala. Oder wie auch immer. So, dann werden wir mal warten, bis das weg ist. In der Zeit hänge ich hier eine Fackel hin. Ey, spitz ja wohl. Was hat er denn? Okay, es verschwindet nicht. Warum nicht? Wie der da nicht hängen bleiben will. Es ist immer noch ziemlich dunkel hier, ne? Machen wir hier auch noch eine hin. Eigentlich habe ich ja immer, Fackeln hängt man rechts auf, damit man den Weg wieder rausfindet. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir jemals zurückfinden, ist eh gleich null. Das ist ja geil. Also die Höhle bis jetzt hat sich, also die Schlucht hat sich bis jetzt schon gelohnt. Jetzt müssen wir nur aufpassen, gleich beim Zurückgehen, dass wir nicht sterben. Und da ist die neue Fledermaus gespawnt. Das heißt also, der Mo Creatures Mod geht im Endeffekt hin und deaktiviert das Spawnen der Standard-Kreaturen, also der Kreaturen, und übernimmt diesen Part durch den Custom Spawner. Das ist natürlich blöd. Gut, aber jetzt wissen wir ja, wie wir es zurückstellen können. Das heißt, ich werde mich mal heute nachher in das Wiki reinlesen, werde mir dazu ein paar Notizen machen und dann werden wir uns mal alle Kommandos angucken, für was welches Kommando gut ist. Uah, es schreckt mich doch. Oder auch nicht, welches für was welches Kommando gut ist. Das, ja, sehen wir dann ja. So, da unten geht's nicht lang. Mal eine Fackel in die Hand. Natürlich, Junge. Hallo, geht's noch? Alter. Da ist noch Eisen. Ja, Holz habe ich natürlich wieder weggelassen. Ist natürlich klar, dadurch kann ich mir wieder keine Kiste bauen. Na, müssen wir gleich mal zurückgehen. Oh, ich bin mitten unter Meer. Und ich habe Spider-Man. Ja, so. Na gut, wir gehen jetzt erstmal zurück. Ah, das Eisen brennen. Ich muss mir ein paar Werkzeuge noch bauen, um mich nachher hier durchzubuddeln und ja. Hübs. Bom, bom. Da futtern wir noch mal eine Runde hinter dem Lavastrom entlang. Hier.
Hinter dem Lavastrom geht's hoch und dann sind wir ja schon wieder in unserer. Dann sind wir ja für gewöhnlich wieder in unserer Hütte. So. Eisenerz rein. Den. Oh, cool. Den lasse ich hier. Den lasse ich auch hier. Du kommst hier rein. Das ja. Ach, das ist dann, wenn es nicht geht, ne? Okay, dann lassen wir das. Da kann ich nämlich meine Axt hier lassen. Eine Spitzhacke habe ich noch. Das heißt, Holz mitnehmen. Und einmal machen. Nein. Einmal so machen. Ach, ich glaube, ich muss mal meine Aufnahme unterbrechen. Ich muss mal zur Toilette. Ich bin gleich wieder da.